Hallihallo, Hallöchen, Freunde. Ja, wir hatten hier. Ach so. Ups. Ja, da waren wir ja ein wenig viele Gegner im Moment unterwegs. Deswegen einmal hier neu laden. Und jetzt muss ich natürlich wieder gegen den hier kämpfen. Das ist kein Problem, wenn er mich nicht zurückstößt, kann ich ihn mit einer Serie umnieten. Gut. Ja, mein Auftrag ist immer noch, besiege den letzten Roga-Herrscher. Jetzt ist natürlich die Frage. Wer ist das? Und wo finde ich ihn? Und bin ich dafür schon bereit? Ach, da bist du! Du fette Sau bist runtergefallen. Dass du dir was hast. Ah, guck mal, hast du da was fallen lassen. Wunderbar. Eine versiegelte kleine Rune. Naja. Ah, ein Magier. Schwebt er davon? Natürlich. Mal wieder den falschen. Okay. Hey, das könnte so leicht unfair sein, wenn da jetzt ein Geist. Oh oh, das könnte böse ausgehen. Wow. Okay, das tut weh. Eine Kleinigkeit ist es natürlich jetzt schon, dass man da runterfällt. Oh hey. Wie wär's denn mit dem hier als kleinen Besucher? Laufen. Hat es mich noch erwischt? Hat sich so angehört, ne? Hat sich so angehört, als hätte es mich noch irgendwie mit erzogen. So, und hier war jetzt irgendwo nach Angaben von diversen YouTube-Videos war hier in der Ecke, glaube ich, etwas. Muss man dann von einer Kammer in die andere rennen. Nur aus welchem Grund ist mir noch etwas schleierhaft. Seiten wechseln soll man auch, aber ich weiß jetzt gar nicht, ob das jetzt hier die richtige Kammer ist oder nicht. Oder ob ich hier generell irgendwo noch falsch bin mit den Gedanken. Von. Nein. Okay, das hat mich jetzt überrascht. Ich dachte, wir müssen noch einen Moment auf ihn einprügeln, bis das funktioniert. Aber anscheinend. Ah ja. Da hinten ist noch ein Magier. Da unten sind noch welche. Puh. Das ist die Frage. Magier. Springt mal, ist mein Geist schnell genug, dass er über die Lücke springt? Ja, ist er. Okay, er hat noch einen Schadenspiegel. Also er spiegelt irgendwie den Schaden zu einem gewissen Prozentsatz. Daher kam der Schaden bei mir jetzt. Aber es war nicht weiter tragisch in dem Moment jetzt. Oh, ja, stimmt. Da war noch einer. So, könnten wir jetzt nochmal. Okay.
keine Ahnung, wo es jetzt weitergeht, ne? Ja, du hast mich gestunt, das habe ich schon abbekommen. Okay, jetzt bin ich hier oben drüber. Hm. Das hilft mir genauso wenig weiter wie die Spinnen, die ich jetzt. Okay, gut. Der uralte Tempel ist verschwunden. Es ist besser so. Auch die Roga sind verschwunden und der Gott fand sein Ende. Ein neues Zeitalter ist angebrochen. Das Zeitalter der Richter. Wir werden neue Tempel bauen, um die Richter zu ehren, die diese Welt befreiten. Irgendwie müsste ich da rüber. Aber irgendwie darüber gibt es keinen Weg. Vielleicht ich müsste da auf die Seite, aber wie komme ich da auf die Seite rüber? Ich muss wahrscheinlich erstmal runter und dann durch irgendwelche Wege. Ach, hey. Dachte ich mir. War hier nicht noch ein zweiter? So, da hinten gab es jetzt keine. Das könnte tatsächlich von dem nächsten Roga-Herrscher sein. Da hinten ist ein verschlossener Tisch. Ich habe keinen blassen Schimmer, wie ich hier irgendwo hinkomme, weil ich ja keine Karte von dem Ganzen habe. Sonst könnte ich da mal drauf gucken. Ach so, ich bin über den Turm hier reingekommen. Stimmt ja. Das ist eine andere Tür, ne? Ist von einer Seite blockiert, okay. Oh. Genau, wie das von der anderen Seite blockiert ist. Oder in irgendeiner Form. Hey, was ist denn hier kaputt? Ich kann auch verstehen, gibt's hier nicht. Irgendwie nicht zu kommen. Warum auch immer. Irgendwo müsste hier ja auch jetzt ein Hebel oder sowas sein, dass ich da rankomme. Oder ich müsste hier irgendwie da. Nee. Nie im Leben, da kommt man nicht rein. Die Tür muss man irgendwie anders öffnen können. Ich sag bloß, man kann die einrennen. Das wäre natürlich recht witzig, aber so, war doch. Naja. Okay, nichts mit einrennen. Oh, guck mal, ein Text. Als das Feuer herabregnete, zögerten die Richter nicht. Sie stellten sich den Herrschern des Gottes. Wir verbargen uns voller Angst, doch sie hielten Stand und kämpften. Als wir wieder hervorkamen, war die Welt ein brennendes Gerippe. Doch wir lebten noch. Und wir wussten, wer uns gerettet hatte. Wie konnte der da gerade durchfallen? Das ist gerade strange. Ich kann aber auch nicht aus dem Fenster gucken, um zu gucken, ob dahinter was ist, dass sich da irgendwie eine Tür öffnet oder so. Aber normalerweise ja nicht. Oh ja. Oh ja. Das war's nochmal hier. Schöner Treffer. Nur muss ich nicht weiter hoch. Das war jetzt, nicht unsinnig.
nicht unbedingt unnötig. Das Problem ist, wenn er jetzt mit Lebensentzug anfängt. Okay. Doch noch rechtzeitig weggeschafft. Gut, ich könnte noch mal was trinken. Guck mal, noch einer. Zwei. Oh, ich sehe einen Behälter. Ich habe das Herz gehört. Da sehe ich den anderen Behälter. Ich weiß ja nicht, welcher zu wem jetzt gehört. Aber das ist auch relativ egal. Ich habe noch zwei Tyrannenherzen. Der rennt nicht weg. Demnach ist er so gut wie tot. Komm her. Ah, okay. Erwischt. Sehr tragisch. Glewe. Merkwürdig. Zwei Stücke, wo ich die gar nicht verwende. Schade. Ah, den Armbrustschützen gibt es also immer noch. Okay, du bist einer von den Stärkeren. Ich hab's ja kapiert. Check noch mal kurz durch. Nicht, dass ich irgendwas vergessen habe. Die hängt noch da oben. Das juckt mich ja auch relativ wenig. Komme ich tatsächlich jetzt dahin, wo ich hin muss? Ah, komm, ich wollte ausweichen. Du machst nichts. Stun mich und hau mir was drauf. Das ist mir so egal. Eigentlich, so schön dieser Lebensentzug es auch ist, ich brauche definitiv den Kompass als Ring für versteckte Dinge. Hey, da ist er ja wieder. Kann ich mit ihm? Hey. Da. Bringen Schädel? Ja. Ich habe hier ein paar. Nimm sie dir. Rohrhakrek! Einer mehr! Krugroak! Dein bemalter Rohrhaschädel! Was zum hässlicher Bastard! Kruch! Würde ich doch mal sagen. Boah, der ist ja echt assi. Mit zwei Leuten kommt er hier. Oh, ich glaube, hier bin ich relativ in Sicherheit. Okay, dachte ich zumindest. Ups. Ich laufe mal kurz außer Reichweite des Magiers. Mein Schädel. Ich glaube, es hackt. Kann er mit sonst wem abziehen, aber nicht mit mir.
Ach, jetzt hat er seinen. Oh, natürlich, das hast du jetzt vorher gemacht. Aus irgendeinem Grund zieht er mir mit dem Leben auch Ausdauer ab. Ah, verdammt. Das muss er auch in dem Moment ausgerechnet jetzt ausholen und mir das Teil reindrücken. Okay. Hatte ich hier irgendwas Besonderes gemacht? Nee, ja. Ich hatte ein paar von denen umgenietet, aber das war ja schlecht als recht notwendig. Ich glaube, ich habe gerade eine ganze Kombi auf ihn abgefeuert, obwohl ich nicht weiß, wie ich die wieder mal zustande gebracht habe. Achso, die Tür ran. Ah, die sind weg, okay. Gut. Naja, gut, vielleicht. Stimmt, die habe ich ja besiegt. Was soll ich die nochmal umbringen? Obwohl, für die Erfahrung wäre es ganz geil. 1000 pro Gegner ist natürlich ein Kurs, den man nicht etwas macht. Habe ich mir die ganze Treppe gespart. Ist dann natürlich die Frage, ist die Landung denn dann auch so Zeit? Ach, weil die Treppe kommt man ja dann doch recht schnell hoch. Genauso wie runter. Ach, komm her. Du bist auch noch eine. Ja, komm her. So, dafür jetzt. Schön, meine Seele. Aber sie stehen da noch. Oder wieder, besser gesagt. Alle drei. Was du jetzt machen willst. Boah, die anderen haben das überhaupt nicht mitbekommen. Ist ja witzig. Okay. Nächste Angriffwelle kriege ich ihn. Warten wir noch kurz. Und jetzt heißt es. Hasta la vista, mein Freund. Boah, jetzt hat er mich beinahe. Nee, ich bin ausgewichen, okay. Alles klar. Schön geschnallt, du bist der Nächste. Dass alle meine Gegner. Eine Menge meiner Gegner sterben, interessiert wohl nicht, aber ist ja auch. Kleinigkeits. Schade, kein heimlicher Angriff für die großen Kerle. Das hab ich mir schon wieder. An sich zu schauen. Was machst du? Lässt du mich mal kurz hier? Okay, dann werde ich wohl mit ihm reden können. Oder auch nicht.